Ich schließe auf. Jetzt geht die Schranke wieder hoch. Ja, und jetzt können die Autos durchfahren. Fahren die Autos da durch? Wo fahren die Autos hin? Ja, das da oben. In die Parkgarage? Ja, das ist die Parkgarage. Oh, da ist ja schon ein bisschen was kaputt. Oh, die Schranken waren nicht zu. Oh, das war aber knapp. Da. Guck mal, Herr Leon. Ein Unfall, weil die Schranke nicht rechtzeitig zu war. Bum, 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 bum. Oh nein, Leon! Da ist die Schranke. Oh, der ist einfach durchbrochen. Er ist der Rettungsschuh.
Tja, liebe Leute, nun seht ihr, wie wichtig so eine Bahnschranke ist. Es ist nämlich die Absicherung eines Bahnübergangs für Fußgänger und Fahrzeuge. Ohne diese Bahnschranke würde das gesamte Verkehrssystem zusammenbrechen. Deswegen ist Leo und Zitti ganz schön froh, dass die eine Bahnschranke haben. Natürlich funktioniert diese normalerweise ohne Fehler. Aber jetzt in diesem Film haben wir einfach alle möglichen Szenarien gezeigt. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns in der Folge 5. Bis dann. Like oder teile das Video und abonniere Leons Zugibahn-Kanal für weitere Folgen. Oh, die Brücke ist zu instabil. Yeah. Leons Zugibahn! Wir haben uns verfahren! Thomas hat sich tatsächlich mit Annie und Clarabel verlaufen. Sie sind auf einem Abstellgleis gelandet und wollen nach Hause. Doch der Weg zurück zum Bahnhof ist voller Gefahren und Herausforderungen. Wo es auf die Zusammenarbeit und die Freundschaft richtig ankommt. Bei schwerem Gewitter machten sich die Züge auf dem Heimweg. Oh nein, hier sind Bäume umgekippt. Ich kann nicht mehr weiter. Was machen wir denn jetzt? Oh, das sind Tiere. Oh, was machen die Tiere jetzt? Das sind eine Lokomotive. Dann gehen wir mal hin. Hey, habt ihr Essen dabei? Da liegen Bäume auf den Schienen. Aber habt ihr denn Essen für uns? Seid ihr uns böse? Nein. Nein. Könnt ihr uns vielleicht helfen, die Bäume wegzumachen? Ja, natürlich. Du willst uns auch hier. Was haben wir hier? Dankeschön. Oh, wir passen da nicht rein. Wir brauchen wieder Hilfe. Stopp, Leon, zurück. Sonst fährt der alles. Wir brauchen wieder Hilfe. Hey, kleines blaue Auto, warte mal. Was ist denn los? Bitte dem Krani Mani sagen, dass er uns mal ein bisschen die Höhle hier höher schieben soll. Sonst kommen wir nicht durch. Blaue Auto, warte mal. Wir brauchen deine Hilfe. Thomas kommt nicht durch. Diese machte sich ohne zu zögern auf den Weg, um Thomas, Annie und Clarabel zu helfen. Du fährst jetzt in den Zug weiter. Warte, stopp. Gut, jetzt kannst du durchfahren. Und tatsächlich, der Plan hat funktioniert. Gerne! Krani Mani hat's mal wieder geschafft. Wer hilft ihnen jetzt? Er konnte sie alle drei da rausholen und zurück auf die Holzeisenbahnschienen packen. Und das war noch gar nicht alles. Er hat versprochen, sie nach Hause zu bringen, denn der grüne Kranwagen kannte den Weg. Ohne Schranke, stopp! Die ist ja geöffnet. Sie fuhren weiter und blieben an einer Bahnschranke stehen. Nee, Leon, lass sie auf. Das kannst du nochmal mit Ihnen miteinander. Hey, ICE, die Schranke ist geschlossen. Hier kann ich mal weiterfahren. Oh, kann ich die Schranke zuschließen? Nein, ich will rüberfahren. An der Kreuzung unterhielten sich die Züge. Dann gleich schließe ich die Schranke. Der Regionalexpress bedankte sich für das Gespräch und fuhr einfach weiter.
Alles ja. Schien okay zu sein. Die Freunde konnten weiterfahren zu ihrem Ziel, dem Bahnhof. Im Hintergrund winkten sie noch einmal dem Regionalexpress zu und bedankten sich bei ihm. Doch sie ahnten nicht, dass der Regionalexpress gar nicht wollten, dass sie zum Bahnhof fahren. Mann, was macht denn der IC da? Der fuhr plötzlich einfach auf sie los. Es krachte und er konnte sie aufhalten. Aber er hat damit nicht gerechnet, dass der rote Kran ebenfalls ein Freund vom grünen Kranwagen war. Also half er den Leuten aus der Patsche und packte sie zurück auf den Weg. Und plötzlich kam schon wieder der weiße Regionalexpress. Doch es dauerte nicht lange, da kam Wolfgang raus und schubste ihn zur Seite. Es war die nächste Herausforderung. Weiter ging's. Über eine Doppelbrücke. Doch auch die war zu schwer für die vielen Lokomotiven. Und sie krachte zusammen. Schon wieder musste der rote Kranwagen helfen. Währenddessen überquerten die Autos den Übergang. Ja, jetzt musst du runterkommen. Der Feuerwehrhubschrauber. Er flog zur Unglücksstelle und schaffte den Wagen von den Schienen weg. Es konnte endlich weitergehen. Der grüne Kranwagen war jetzt ihr Leader. Er zog sie nach vorne, er navigierte nach vorne, denn Thomas, Annie und Clarabel waren fix und fertig von der ganzen Fahrt. Sie waren ja schon seit Tagen unterwegs, bei diesem schlimmen Wetter. Der grüne Kranwagen hat es tatsächlich geschafft. Er brachte sie zurück in den Lokschuppen, wo sie endlich wieder Ruhe hatten und sich ausruhen konnten. Brrr, das war ja eine kalte Folge. Wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da und schreib uns gerne einen Kommentar im Community-Tab. Das war's, liebe Leute. Wir sehen uns in der Folge 12. Tschüss. Leons Zugibahn. Oh je, was ist denn das? Das ist der Umschlagbahnhof bei Leonsbrücken. Ein bisschen unordentlich, ein bisschen chaotisch, eigentlich katastrophal. Er funktioniert auch ziemlich schlecht. Deswegen wird er jetzt umgebaut. Denn auf der anderen Seite der Stadt gibt es einen gigantischen Platz, der komplett leer ist. Und dort finden die Bauarbeiten statt. Mit dieser Aufgabe wurde der grüne Kranwagen und der gelbe Autotransporter beordert. Sie müssen alle Güterzüge von der alten Stelle zu der neuen Stelle bringen. Diese Aufgabe ist natürlich eine Wucht, aber die beiden werden das wahrscheinlich hinkriegen. Achso. Und dann bringt der Kran das Auto runter. Da fährt der grüne Kranwagen mit dem gelben Autotransporter zurück zum Umschlagsplatz. Und jetzt packen sie den blauen Güterzug drauf. Ach, und da ist der Wagen auch schon drauf. Der grüne Kranwagen hält ihn zusätzlich fest, damit er nicht runterfällt. Die kommen bei der neuen Stelle an. Und der Autotransporter schmeißt den blauen Waggon einfach raus, dass er auf den Schienen runterfahren kann.
Der rote Direktorzug organisiert alles richtig auf dem Parkplatz, damit das ordentlich steht. Und ab geht's zur nächsten Ladung. Der grüne Kranwagen holt sich den nächsten Güterzug. Ab auf den Magnet und ab auf den Transporter. Und los geht's! Die müssen heute am Tagesende fertig sein. Und der nächste Waggon wird abgeladen. Was ist denn eigentlich ein Umschlagbahnhof? Als Umschlagbahnhof werden Güterbahnhöfe bezeichnet, an denen Güter auf dem Transportweg zwischen der Bahn, dem Schiff oder dem LKW umgeschlagen werden. Umschlagbahnhöfe dienen dem Wechsel von Gütern zu Transportmitteln. Ein solcher Umschlagbahnhof wird auch als Containerbahnhof genannt. Der rote Direktor nimmt auch den mit und packt ihn um, damit es alles ordentlich bleibt. Da kommt schon die nächste Ladung. Mensch, die beiden sind ja ein Rekordteam. So schnell hat das noch nie jemand gemacht. Ich denke, der grüne Kranwagen und der gelbe Autotransporter sind sowas wie ein Dreamteam. Oh, das sind ja alte Bekannte. Der blaue Wagen ist wieder auf seinem geliebten Autotransporter. Na dann mal los. Alles lief perfekt. Es gab keine Probleme. Doch irgendwelche Tu-nicht-gut-Leute haben plötzlich angefangen, den Bahnhof zu demolieren und das Ganze auf die Schienen zu legen, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Was würde denn passieren, wenn jetzt ein Zug da vorbeifahren würde? Oh nein! Der ganze Zug ist jetzt gleich. Um die Aufräumarbeiten zu beschleunigen, wurde der Bagger gerufen. Der machte kurzen Prozess daraus. Wer ist das? Sammy. Nachdem Sammy alles freigeräumt hat, konnte der grüne Kranwagen und der gelbe Autotransporter wieder die Arbeit aufnehmen. Hey Sammy! Machst du das, Sammy? Sammy! Sammy, beruhig dich mal! Sammy, lass uns doch mal durch! Ja. Sammy, danke! Wisst ihr Leute, bei Sammy ist es so, naja, sein Auto, sein Waggon, da sind noch einige Schrauben locker, aber leider war Sammy noch nicht in der Werkstatt, um das Problem zu beheben. Aber macht ja nichts, weiter geht's. Der grüne Kranwagen schnappt sich den nächsten Waggon und packt ihn auf den Autotransporter. Sammy! Sammy, was machst du denn? Sammy! Hilf doch, oh Sammy! Wo machst du das? Ja, mit dem Sammy, das ist ja schon eine Sache für sich. Mittlerweile ist es schon dunkel und die fahren zu... Schon wieder ein Unfall? Nein. Sondern? Was ist jetzt wieder los? Ich habe einen Zusammenstoß gemacht. Das ist aber keine gute Strecke, wenn es hier ständig Zusammenstöße gibt. Man muss ehrlich sagen, nein. Die Strecke hatte ein paar Schwierigkeiten. Nein! Rückwärts fährt er jetzt überhaupt. Doch irgendwo gab es ja zum Glück zwei Parallelschienen. Also schob der grüne Kranwagen den relativ arroganten roten Waggon zurück, damit die vorbei konnten. Die rote Lokomotive fand das gar nicht gut. Aber was hatte sie für eine Wahl, denn der grüne Kranwagen und der Autotransporter waren eben ein Dreamteam. Schritt für Schritt hat der grüne Kranwagen und der gelbe Autotransporter was den gesamten Umschlagbahnhof auf die andere Seite transportiert und den Rest wieder ordentlich gemacht. Es entstand eine gigantische Freundschaft zwischen den beiden.
Like oder teile das Video und abonniere Leons Zugibahn-Kanal für weitere Folgen. Und schreib uns gerne einen Kommentar im Community-Tab. Das war's, liebe Kiddos. Wir sehen uns in der Folge 9. Tschüss! Leons Zugibahn! In Leon City gab's mal wieder einen Streit zwischen den Lokomotiven. Nee, ich bin viel schneller als du. Ich bin viel, viel schneller als du. Nee, ich bin viel schneller als du. Ich bin viel schneller als du. Nee, ich bin viel schneller als du. Guck mal. Denn jede einzelne Lokomotive war von sich überzeugt, dass sie die schnellste ist. So duellierten sie sich bei jeder Gelegenheit, bei jeder Strecke, egal ob das auf den Schienen, auf dem Boden oder selbst auf dem Gebirge ist. Deswegen beschloss König Leon, ein für alle Mal ein Rennen zu veranstalten, um die Frage zu klären, welche Lok nun die schnellste ist. Es begannen die größten Bauarbeiten der letzten Jahre. Schritt für Schritt wurden die Holzschienen gebaut, eine Brücke erstellt, es mussten Kurven gebaut werden. Es war ein ganz schön anstrengendes Projekt, wo alle anfassen mussten. Aber die Bevölkerung in Leon City freute sich sehr über diese Veranstaltung. Denn das Rennen ist eine großartige Gelegenheit zu sehen, wie schnell die Loks eigentlich wirklich sind. Und dann war die Strecke endlich fertig. Eine gigantische Strecke wurde fertig gebaut für dieses Rennen. Viele haben nun den Platz angenommen und sind auf die Startposition gegangen. Es geht gleich los. Und los geht's! Das Rennen ist gestartet. Oh, die weiße Lokomotive hat erst einmal die Position 1 übernommen. Sie fährt auf die Brücke, was aber eine Herausforderung ist. Die rote Lokomotive fährt vorbei, lässt die weiße Lok einfach hinten stehen. Wie geht es weiter? Ah, da holt die weiße Lokomotive tatsächlich etwas auf. Es geht in eine scharfe Kurve. Da sind die beiden Züge nebeneinander zu sehen. Das Rennen ist ganz schön spannend. Sie fahren weiter, nebeneinander. Oh, wer macht denn hier das Rennen? Hier sehen wir nochmal die rote Lokomotive von der Nahaufnahme, wie sie auf der Holzeisenbahnschiene fährt. Und hier ist auch die weiße Lokomotive mit ihrem Zug. Oh, sie holt die rote Lokomotive auf. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer macht denn hier jetzt das Rennen? Wer gewinnt dieses Rennen? Und, wer ist das? Ja, es ist die weiße Lokomotive. Die Runde 1 ist tatsächlich an die weiße Lokomotive gegangen, die sich hier wahnsinnig freut. Und die zweite Runde, die finale Runde, wer diese gewinnt, der ist der König von Leon City. Die rote Lok ist schon wieder in Führung. Oh, aber die weiße Lok hat sie aufgeholt. Jetzt muss die rote Lok auf die Brücke fahren, was natürlich ganz schön anstrengend ist. Hier sehen wir, dass die weiße Lokomotive vorbeifährt, während die rote Lokomotive auf der Brücke fährt. Es geht in den Tunnel. Es wird wieder ein ganz schön knappes Rennen werden. Da fährt sie weiterhin, die weiße Lokomotive, gefolgt von der roten Lokomotive. Es sind so viele Kurven in Leon City, es ist so schwer dort zu fahren. Kann denn das sein? Aber die rote Lokomotive scheint in Führung zu liegen. Der Rote hat schon wieder gewonnen. Und sie ist tatsächlich der Sieger. Die rote Lok hat die zweite Runde gewonnen. Tja, es ist tatsächlich bei einem Unentschieden geblieben. Wer ist also die beste Lokomotive von Leon City? Das weiß man nicht. Offensichtlich sind beide gleich stark. Tja, somit werden wir wahrscheinlich noch ganz schön viele weitere Duelle zwischen den beiden Lokomotiven sehen. Bis dann, Leute. Wir sehen uns in der Folge 3. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere Leons Zugibahn-Kanal für weitere Videos. Leons Zugibahn! 1 und die Zugibahn machte sich auf den Weg von Hamburg nach Zürich. Sie fuhr durch wunderschöne Landschaften, Gebirge und Seen, durch viele Tunnel und Brücken. Doch bei dieser Brücke hatte sie zu kämpfen. Es war eine riesige Herausforderung. Ich habe es geschafft. Doch dann passierte das Unvorstellbare. Er ist alleine weggefahren. Was macht er denn? Sie raste davon die Brücke hinunter, ohne zu sehen, dass ihre Waggons gar nicht mehr da waren. Die lagen verstreut auf den Schienen und versperrten den Weg für die weiteren Züge.
Was sollten wir denn jetzt machen? Na klar, es war Zeit für Krani Mani. Krani Mani war bereit. Jack saß bereits oben. Er schaltete den Krani Mani an und machte sich auf den Weg zur Unglücksstelle. Langsam wurde der Hebel runtergebracht, um die Zügibahn von den Schienen zu bringen. Es war ganz schön schwer, aber Krani Mani machte das herausragend. Nichts war ihm zu schwer. Er packte sie von den Schienen weg und legte sie zunächst einmal auf den Boden. Kommst du da weg, Leon? Ja. Du. Haha, der hält mit. Von dort aus mussten die natürlich wegtransportiert werden. Deswegen brauchte man einen Verladewaggon. Und genau diesen bringt uns jetzt Firabi hierher. Papi, wie schlecht hast du denn? Das ist hier am Steinbruch angekommen. Am Bahnhof wurde die Ladefläche an eine Lokomotive verladen, die direkt zu dieser Unglücksstelle gefahren ist. Oh nein, mit einem zusätzlichen Kran. Dort angekommen, machte sich der mobile Kran an die Arbeit. Und so schaffen sie es, die Waggons Schritt für Schritt wieder auf die Gleise zu bringen, damit die Zügibahn wieder die freie Strecke hatten und vernünftig fahren konnten. Hier im selben Waggon abzogen. Ja. Und jetzt fahren sie alle los. Der fährt. Auf Wiedersehen, Leute. Wir sehen uns in der Folge 2. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere Leons Zügibahn-Kanal für weitere Videos. Leons Zügibahn! Genau. Sehr gut, ja. Jetzt ist aber so gut, oder? Meinst du, er schafft das überhaupt? Ich lasse ihn zurückfahren. Ich will auch nochmal dabei rein. Bye-bye.
kann, weil ich nicht zerstören will. Das war ja eine Fahrt. Oder? Wow, was für eine Lokomotive. Ja, genau. 25 Waggons konnte sie mal eben schleppen. Mal schauen, wie viele Waggons wir in Zukunft noch anhängen werden. Wenn ihr Ideen habt, was diese Lokomotive schleppen soll, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Link in der Beschreibung. Like oder teile das Video und abonniere Leons Zugibahn-Kanal für weitere Folgen. Das war's, Kiddos. Wir sehen uns in der Folge 8. Tschüss. Wir haben das Jahr 1867. Und die Züge sind unterwegs. Die einen fahren zur Arbeit, die anderen transportieren die Passagiere. Alles läuft Hand in Hand. Alles langsamer, als man heute kennt. Alles etwas lauter und unbequemer, aber es funktioniert. Und nach getaner Arbeit fahren die Züge in ihren Lokschuppen, wo sie über Nacht bleiben können, geschützt vom Regen, Schnee und anderen Sachen. Der Lokschuppen, da sind sie gerne, da können sie alle in Ruhe schlafen und sich ausruhen. Die Drehscheibe bringt die Zugibahn direkt zu ihrem Ziel. Und da kommt schon auch die nächste Zugibahn, die zu ihrem Lokschuppen nach Hause möchte. Sie ist ganz schön erschöpft und müde und ist auf dem Weg dahin. Nur noch ein bisschen. Dann haben die es geschafft. Der Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Einmal die Drehscheibe richtig drehen, die Tür geht auf und ab in den Lokschuppen. So war das früher. Alles kein Problem. Oh, hier kommt die schwarze Lokomotive. Auch sie ist fertig für heute. Leon, Steven. Und jetzt ist heute. Es sind ganz andere Züge auf der Strecke. Die fahren leiser, schneller und bequemer. Und irgendwann treffen sich der grüne Kranwagen und der lustige Brezelzug neben dem verlassenen Lokschuppen von 1867. Oh, hallo, wie geht's dir? Hallo. Ganz gut, und selbst? Ja, ich fahre hier rum, ich bin ein moderner Zug. Und was machst du, grüner Kranwagen? Ja, lass uns mal sehen, was das sein mag. Ja, lass uns mal sehen, was da drin sein mag. Ja, selbe. Ach ja, mach das auf. Oh, ganz schön kompliziert und schwierig. Aber der grüne Kranwagen scheint die Tür öffnen zu können. Was ist denn dann? Da sind ja noch alte Züge drin. Die sind ja alle da. Über 200 Jahre standen die drin, von niemandem entdeckt worden. Mal schauen, ob man sie wieder in Stand setzen kann. Du musst doch schon richtig rausfahren. Was ist denn hier los? Was macht ihr denn? Wo kommen denn diese alten Züge her? Ja, wir haben einen Bahnhof entdeckt, der ist voller alter Züge. Jetzt werden wir sie rausholen und reparieren. Nun hatte die Zugibahn eine Idee. Sie wollten die alten Zugibahnen von 1867 aus dem Lokschuppen rausholen und reparieren, damit sie wieder fahren konnten. Ein nach dem anderen
holte der grüne Kranwagen raus. Es war wirklich kompliziert. Aber der grüne Kranwagen ist einfach der Beste. So schnappte er sich die alten Zugibahnen aus dem Lokschuppen und transportierte sie zunächst einmal auf die Eisenbahnschienen. Dort verteilten sie sich alle und die moderne Zugibahn ließ die alte Zugibahn in die Werkstatt fahren. Da ging es auch schon los mit den ganzen Reparaturen. Es krachte, es wurde gehämmert und gesägt. Und die Arbeiten schritten voran. Alle haben sich gefreut. Doch plötzlich setzte ein Unwetter an. Es fing an zu regnen. Und aus dem Regen wurde ein richtiger Sturm. Die Zugibahnen hatten alle Angst. Sie schrien, hey Leute, ihr müsst zurück in den Lokschuppen. Ja, ich sitze hier fest, jemand muss mich aufholen. Und ihr müsst die alte Zugibahn unbedingt wieder mitnehmen. Der Sturm ist so heftig, wow, wow, der Sturm ist so heftig, das Donnerding ist so, wow, 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 wow. Also Blitz und Donner die ganze Zeit. Es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Ja! Das Unwetter ließ langsam nach. Der Sturm ist vorbei. Der Regen hörte langsam auf und der Wind ließ nach. Die ersten Sonnenstrahlen kamen auch schon wieder raus und die Vögel fingen an zu zwitschern. Die Lokschuppentüren öffneten sich und die Zugibahn fuhr langsam raus. Sie war so glücklich, wieder draußen zu sein. Alle fuhren raus, alle waren glücklich. Die einen fuhren wieder in die Werkstatt und die anderen freuten sich einfach, wieder draußen zu sein. Draußen. Wir haben wieder Sonne und uns geht's wieder gut. Wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen. Und um uns zu unterstützen, oder lass einfach ein Like da. Oder stimme gerne bei einer spannenden täglichen Umfrage ab 15 Uhr im Community-Tab ab. Das war's, liebe Leute. Wir sehen uns in der Folge 15. Tschüss. Leons Zugibahn! Warte, Schmied, jetzt versuchen wir mal den hier. Warte.
Essen. Ja, jetzt können wir hier, mal gucken, wie wir das hier machen. Achso, wir bräuchten da wahrscheinlich jetzt deine... Papa, mach das mal. Also, so ist es trotzdem. Papa, mach mal. Warum soll sie abstürzen? Wer ist der Verbindung. Das 2.
brauchen auf jeden Fall irgendwas hier. Jetzt können wir hier, mal gucken, wie wir das hier machen. Immer deinen Denkspielband. Gut auf dem Blech und aufpassen. Ich kann das nicht.
so eine Brückenpfeiler. Haben wir noch mehr solche Brücken? Halt mal fest, Leon. Halt mal fest. Ja. Fingerchen weg. Nee, das ist noch viel zu hoch. Das soll nur deutlich länger werden. Da kommt er raus! Das ist noch viel zu kurz, Leon. Mama, das muss noch raus. Nein. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Was passiert denn sonst? War richtig, das ist die Richterseite. Dreh mal wieder um, bitte. Aber du wirst gleich sehen. Dreh mal um nochmal. Nein, so war das nicht. Leon, wir drehen gleich um. Dann ist es überall so. Wirklich, versprochen. Die sind auf beiden Seiten gleich, deswegen. Sind nicht auf beiden Seiten gleich. Guck, der ist andersrum. So ein kleines Spiel. Jetzt gucken wir mal. Entschuldigung. Hier ist ein Problem. Bitte? Den brauchen wir jetzt nicht. Ich habe auch alles falsch schon gebaut. Ja.
Okay, starte. Aber der ist schon wenig Stoppung. Ja? Oh, noch ein. Absolut. Jetzt ist gut. Okay. Okay, jetzt lass ihn los. Er fährt, Leon, lass ihn. Diese Batterie an. Okay, der fährt jetzt ohne. Nein. Nicht. Das ist, glaube ich, zu schwer für ihn. Nein, nicht zu schwer. Oh. Oh, hat er doch nicht geschafft. Jetzt runterfahren. Aber er hat es geschafft, und? Oder? Ja! Okay, kannst starten. Beide fahren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe meinen Kopf weg. Funktioniert. Oh nein! Halt mir weg! Bitte! Oh, das schon immer noch nicht! Das gibt's doch nicht! So, und jetzt kannst du beide einschalten. Und den auch. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja! Was ist da los? Für die Route ist das auch zu schwer. Ja, aber es klappt schon ganz gut. Oder? Oh. Oh! Ich hatte alleine weiter. Aber er ist noch da. Er ist noch unterwegs. Ist das alleine? Oh nein. Was macht sie denn? Sie tanzt. Pack mal hinten die rote Lokomotive. Hier hin, dass sie von hier kommt. So bleiben sie stehen. Jetzt. Okay. Das ist ja, dass ich das schaffe.
Nein, da ist schon wieder was kaputt gegangen. Nein! Oh Leon, guck mal, er schafft das. Warte, warte, warte. Okay. Ist hier auch warm? Ja, es ist warm. Aber er hat es geschafft. Geschafft. Du startest die weiße und ich die rote. Die rote ist clever. Warte, sie wird sich einholen. Genau. Los, 3, 2, 1. Thank you.
Warum? Wieso ein Gleiser denn hier? Das macht gar keinen Sinn. Oder? Ja, wieso? Wieso ist der denn hier? Na, das war ja mal eine längere Folge. Mal schauen, wie ihr sie findet. Wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen. Und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da. Und schreib uns gerne einen Kommentar im Community-Tab. Das war's, liebe Kiddos. Wir sehen uns in der Folge 10. Tschüss. In Leon City begann ein neuer Tag mit einem neuen Bankübergang, an dem die Züge und Autos vorbeifuhren. Der Güterzug hat den Transportwagen beladen und ist auf dem Weg zu weiteren Waggons. Nach mehreren Stunden Fahrt musste der Zug leider anhalten, da es tatsächlich auf den Gleisen zu einem Stau kam. Ich will hier raus, ich will hier raus, hier ist es so eng. Er fuhr auf den Schienen durch die gesamte Ortschaft. Er hatte Spaß, er dachte, er hat noch ewig Zeit. Der Stau war nämlich riesengroß. Der kleine Wagen durchquerte Tunnel, Brücken und verschiedene Landschaften. Oh, die Schranke ist ja geöffnet, also kann ich da durch? Währenddessen machte sich Marion, der grüne Kranwagen, zum Stau, um die Straßen wieder freizuräumen. Jetzt fährt Marion zurück und den nächsten Container ab. Nun waren die Gleise endlich wieder frei und die Züge konnten losfahren. Aber das kleine blaue Auto war noch gar nicht da. Der Autotransporter weinte, als sie losgefahren sind. Aber er hatte gar keine Möglichkeit zu bleiben. Der Güterzug ist einfach losgefahren, denn die Zeit drängte. Der Transporter hat gebrüllt und gebrüllt. Hey, das kleine blaue Auto ist doch noch gar nicht da. Wir können doch gar nicht losfahren. Hey Kran, hast du meinen gelben Verladewaggon gesehen? Ja. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Na ICE, hast du vielleicht den gelben Verladewaggon gesehen? ICE, hast du vielleicht den kleinen Waggon gesehen? Ja, ich hab ihn. Wo ist er denn? Das kleine blaue Auto fuhr auch zum neuen Bahnübergang. Hey, lieber Bahnübergang, hast du vielleicht meinen Autotransporter gesehen? Hey, kleines blaues Auto. Ja, die waren vorher hier, aber die sind ja schon lange weg. Ja, die sind leider weg. Aber wir versuchen, die anderen Züge zu fragen, um dir zu helfen. Vielen, vielen Dank. Ich fahr dann mal weiter. Stopp, lieber Expresszug. Hast du den Güterzug gesehen mit dem Autotransporter? Hallo? Nee, habe ich leider nicht, aber ich halte die Augen auf. Das kleine blaue Auto sucht es nämlich. Ich fahre los und informiere alle.
Hey, du Glocke da hinten, hast du vielleicht irgendwas beobachtet? Nee, leider nicht. Aber wenn ich was sehe, dann sage ich euch Bescheid. Vielen, vielen Dank. Der Güterzug fuhr um die Kurve und traf dort den Kranwagen. Und sofort fragte der Autotransporter natürlich, hey, grüner Kranwagen, hast du vielleicht das kleine blaue Auto gesehen? Er ist ganz allein unterwegs, ich mache mir Sorgen. Hey, der Autotransporter, oh, es tut mir so leid, ich schmuse dich ein bisschen. Ich halte meine Augen auf, ich frage auch alle. Wenn ich ihn sehe, dann informiere ich euch. Viel Glück. Der grüne Kranwagen fuhr durch die neue Bahnschranke vorbei. Hey, grüner Kranwagen, hast du zufällig das kleine blaue Auto gesehen? Nee, leider nicht, aber den Autotransporter mit dem Güterzug, die suchen ihn auch. Na gut, dann halt deine Augen auf. Mach ich. Ich fahre los und wir sehen uns dann. Wir werden den Kleinen schon finden. Bis später. Währenddessen war das kleine blaue Auto ja auch unterwegs. Hallo lieber Tunnel, hast du zufällig den Güterzug mit meinem Autotransporter gesehen? Er ist gelb. Nee, habe ich leider nicht. Oder vielleicht, oder ich habe keine Ahnung, ich bin nur ein Tunnel. Hallo liebe Brücke, hast du zufällig den Güterzug mit dem Autotransporter gesehen? Warum ist die Brücke so still? Hey schwarze Lok, wie sieht's denn bei dir aus? Wir suchen das kleine blaue Auto. Nee, habe ich leider auch nicht gesehen. Aber ich werde euch Bescheid sagen. Alles klar, bis später. Hey, kleines blaue Auto, was machst du denn hier ganz allein? Ich habe mich verlaufen. Oh, ich tröste dich, kleiner Mensch. Komm, folge mir einfach. Wir werden den Transporter schon finden. Bleib in meiner Nähe, ich kümmere mich um dich. Oh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dann fahren wir jetzt in diese Richtung. Hey, Bahnschranke, habt ihr zufällig den Autotransporter gesehen? Nee, aber wir suchen euch gerade. Der Autotransporter ist auf der Suche nach euch. Ja, alles klar. Wir schauen in der Gegend um. Komm, kleines Auto. Ich komme. Hey ICE, wie sieht's aus bei dir? Die sind hier gerade vorbeigefahren. Wo ist denn der Autotransporter? Wie, die sind hier vorbeigefahren? Die hätten hier bleiben sollen. Okay, dann sind wir auf dem Weg, um sie zu suchen. Währenddessen fuhr der Güterzug mit dem Autotransporter immer weiter und suchte nach dem kleinen blauen Auto. Hey, der Bahnübergang hat mir erzählt, dass die tatsächlich dort vorbeigefahren sind. Oh, das sind ja fantastische Nachrichten. Dann fahre ich zur Bahnschranke und warte dort einfach auf ihn. Ja, mach das mal. Grüner Kranwagen, hast du zufällig unseren Autotransporter mit dem Güterzug gesehen? Ja, klar. Mensch, ihr müsstet zur Bahnschranke fahren. Vielleicht findet ihr euch dort. Die haben mich nach euch auch schon gefragt. Los, fahrt auf den Schienen dahin. Ich fahre hier über den Umweg. Alles klar, das machen wir. Vielen, vielen Dank. Hey Bahnschranke, ich habe die gefunden. Oh, das sind doch tolle Nachrichten. Vielen Dank, Marion. Das kleine blaue Auto kommt gleich hierher. Hallo, wo ist denn mein Autotransporter? Ich dachte, der ist schon hier. Nee, der ist leider noch nicht da, aber es wird wahrscheinlich bald passieren. Wir sind alle auf der Suche nach ihm. Warte bitte hier, fahr diesmal nicht weg. Ich pass wieder auf ihn auf. Oh, danke, das ist voll lieb von dir. Hey Leute, der Autotransporter mit dem Güterzug kommt. Ja, da seid ihr ja endlich. Oh, habt euch tatsächlich wiedergefunden. Ist das nicht toll? Juhu, Autotransport, es tut mir so leid, dass ich einfach weggefahren bin. Ich komme zu dir rüber. Ja, nicht schlimm. Ich freue mich auch riesig, dass du endlich wieder da bist. Wir dürfen uns nie wieder trennen. Ich helfe dir mal, blaues Auto. Oh, danke schön. Das geht natürlich viel einfacher so. Und vielen Dank, dass du auf ihn aufgepasst hast. Ja, habe ich gern gemacht. Hauptsache, wir haben es geschafft. Auf Wiedersehen. Bleibt zusammen. Bis später. Und so fuhr der Güterzug mit dem Transporter und dem blauen Auto wieder zusammen los. Mensch, war das eine Freude für alle. Sie hatten so viel Angst und Sorge. Es war ja auch nicht unbegründet. Aber am Ende haben sie sich gefunden. Aber auch nur, weil alle mitgemacht haben. Dafür ist Leon City bekannt, dass dort jeder füreinander da ist. Like oder teile das Video und abonniere Leons Zugibahn-Kanal für weitere Folgen. Schreib uns gerne Kommentare im Community-Tab. Wir sehen uns in der Folge 7. Bis dann!
Leon City ist eine sehr saubere Stadt. Doch weil es gestern einen Unfall gab, muss die Stadt ziemlich viel aufräumen. Ein Müllwagen ist umgekippt, weil er viel zu schnell fuhr. Was ist denn hier los, Leon? Verletzt wurde niemand. Der Wagen hatte nur ein paar Kratzer. Was machen wir damit? Da kommt der Zug, Leon. König Leon schickte alle seine Güterzüge zu der Unglücksstelle los, um die Stadt so schnell wie möglich wieder sauber zu kriegen. Ja, aber hilf mir. Und da raus mit den Steinbildern. Das ist ja Müll. Noch ein bisschen Platz hinten. So, und der hat ja auch noch was. Ja, da ist auch noch ein bisschen Platz. Halt! Halt! Halt, 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 halt. Ihr könnt abfahren! Hey, ist er denn auch schon voll beladen? Ja. Ja. Der Müllwagen war voll mit recycelten Sachen, die jetzt überall verstreut in Leon City rumlagen. Die Züge sammelten diese Sachen ein, um sie wieder zu verwenden und zu verwerten. Nachdem die Waggons voll beladen worden sind, machten sie sich auf den Weg zur Recyclinganlage. Hey Leute, das macht ihr super. Da ist doch eine Menge zu tun, aber ihr kommt richtig gut voran. Ja, ich find's auch. Macht große Klasse. Ihr macht die Stadt endlich sauber. Dankeschön. Hier kommt Züge hierher. Was genau ist denn eigentlich dieses Recycling? Recycling bedeutet, dass Dinge nicht weggeworfen werden, sondern dass man das Material wiederverwerten kann. In der Regel verwenden Hersteller ein Schmelzverfahren. Zum Beispiel bei Lebensmittelverpackungen, Glasflaschen, Plastikflaschen oder Aluminiumdosen. Die Aludose wird nicht neu befüllt, jedoch wird das Aluminium eingeschmolzen und daraus
wird ein neuer Gegenstand hergestellt. Die gebrauchten Glasflaschen werden ebenfalls eingeschmolzen und zu neuen geformt. Der Ausdruck Recycling kommt aus dem Englischen und bedeutet wieder in den Kreislauf zurückbringen. Ist Müll auf den Schienen. Was ist denn eigentlich ein Güterzug? Ein Güterzug ist ein Zug der Eisenbahn. Güterzüge sind für alles Mögliche geeignet, wie Autotransport, Waren, Holz und vieles mehr. Güterzüge, die nur aus einer Wagenart bestehen, werden Ganzzüge genannt. Auf einem Güterwaggon können 30 Tonnen Getreide geladen werden. Es ist schon so viel besser. Es sieht so viel besser aus. Vielen, vielen Dank. Ja, bald haben wir wieder richtig viel Platz hier. Der Stadtteil, wo das Unglück passiert ist, heißt Leonstedt. Aber die Recyclinganlage liegt in Leonburg. Das sind mal eben knapp 100 Kilometer, die die Züge hinter sich legen müssen. Und die fahren ganz schön häufig heute. Die Züge setzen wir in den Kreis vor. Aber, Mami.
alles sauber. Wir haben alles sauber gemacht. Leon City fährt los. Leon City ist wieder richtig sauber. Und jetzt fährt Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt fährt Leon City wieder los. Das war's, Leute. Wir sehen uns in der Folge 6. Like oder teile das Video und abonniere Leons Zugibank-Kanal für weitere Folgen. Oder schreib uns gerne Kommentare im Community-Tab. Tschüss! Leons Zugibank! Leon City wurde bereits im 16. Jahrhundert gegründet, und zwar von Jebediah Leon. Damals gab es natürlich noch gar keine Eisenbahn, Straßen oder Autos. Es war einfach eine gigantische Wiese, wo ganz viele Tiere gelebt haben, die sich gefreut hatten, dass sie ihre Ruhe hatten und genug Essen hatten. Doch mit der Zeit, als die Menschen kamen und die Städte größer wurden und vor allem die Eisenbahn erfunden worden ist, wurde der Platz für die Tiere immer weniger. Die Eisenbahn vergrößerte sich relativ schnell, damit die Menschen von der einen Stadt in die nächste Stadt transportiert werden konnten. Aber der Platz für die Tiere wurde immer kleiner. Wir wollen unsere Ruhe haben. Es ist so laut hier. Es ist so laut. Es ist so laut. Ständig fahren hier Züge. Als das gebaut worden ist, gab es hier noch gar keine Züge. Es war eine schöne Weide. Mäh. Mäh. Aber jetzt fahren hier ständig Züge. Oh, wir müssen hier weg. Es wurde immer lauter und sie fühlen sich immer unwohler. Es gab auch keine Lösung dafür, weil sich niemand wirklich interessiert hat. Man dachte sich ja, na und? Sie haben ja ihre große Fläche da. Können sie doch leben. Aber die Tiere haben gelitten. Sie hatten nämlich nicht mehr viel Platz zum Leben. Es war ständig laut, sie hatten Kopfschmerzen und sie hatten nichts mehr zum Essen da. Doch irgendwann kam endlich König Leon an die Macht. Und er beschloss sofort, dass dort eine Lösung für die Tiere gefunden werden muss. Also begann der größte Tierumzug in der Geschichte von Leon City. Es kamen viele verschiedene Züge an, um die Tiere zu beladen und zu transportieren. Transport lief natürlich ganz schön vorsichtig ab. Die Tiere waren ja auch verunsichert, plötzlich ihr gewohntes Umfeld zu verlassen und dann auf irgendwelchen Waggons zu fahren. Sie waren alle relativ nervös. Aber die Mitarbeitenden von König Leon waren ziemlich cool. Sie waren ruhig und besonnen und konnten alle Tiere ohne Probleme beladen. Der kann doch hier unten rein, oder? Es gab ja den Leonberg relativ weit draußen. Der war unbewohnt, es war ruhig, es gab genug zu essen und die Tiere dürften dort viel Spaß haben. Allerdings war es unfassbar schwierig, die Tiere dahin zu bringen. Die Fahrt betrug mehrere Stunden. Die Tiere mussten zwischenzeitlich auch gefüttert werden. Aber irgendwann waren sie endlich da, am großen Gipfel angekommen. Wo sie endlich rausgelassen wurden und voller Freude machten sie sich auf den Weg zum Leonberg. Es waren Glücksmomente, die waren unbeschreiblich. König Leon hat es geschafft, dass die Tiere endlich wieder für sich selbst sein konnten. Nee, da muss er nicht hoch. Immer mehr Züge von den Tieren kamen weiterhin an. Andere Tiere wurden noch nachgeholt, die noch gar nicht mittransportiert werden konnten. Der Zug fährt viel zu schnell. Der
Und so kehrt er nicht nur für die Tiere Ruhe ein, sondern auch für die Züge in Leon City. Denn für die war das ja auch problematisch. Die fühlten sich ja auch unwohl, immer neben den Tieren fahren zu müssen, zu wissen, dass es den Tieren nicht so gut geht. Aber jetzt war ja alles gelöst und die gingen ihrer Arbeit nach. Das war's, Leute. Macht's gut und wir sehen uns in der Folge 4. Ciao! Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere Leons Zügibahn-Kanal für weitere Videos. Leons Zügibahn! Heute sind wir in Leonildenberg, wo die Zugibahn eine Aufgabe zusammen mit Edward und seinem Tender erfüllt. Die sind auch ein cooles Team. Doch plötzlich passierte das. Das machte Edward aber so traurig, dass er überhaupt keine Lust mehr auf die gesamte Zugibahn mehr hatte und einfach nur noch in sein Schloss zurückfahren wollte. Der weiße Waggon hat versucht, ihn das auszureden. Aber Edward hat ihn einfach umgeschmissen. Er hat sogar seine eigene Tender draußen gelassen. Das ist meine Burg. Bleib für immer hier. Hallo. Hier bleibe ich jetzt drin. Hier fühle ich mich wohl. Aber die Zugibahn wollte das nicht auf sich stehen lassen. Hey Egbert, komm da raus, komm da raus. Egbert, komm raus, brauchst keine Angst haben. Egbert. Deswegen fuhren sie jetzt gemeinsam zu der Burg hin, um Edward da wieder rauszuholen. Nee, ich bleib hier. Egbert. Nee. Egbert. Nee, ich bleib hier. Egbert, wo bist du? Jetzt bin ich ganz oben. Sie mochten Edward ja alle so gerne. Was machst du hier in der Bahnschranke? Na, weißt du, ich bin auf der Suche nach Edward. Aber Edward finde ich nicht. Ich schau mal nach. Oh, kein Edward zu sehen. Ich bin hier, aber ich komme nicht raus. Ich habe Angst. Nun unternahm das Flugzeug einen Versuch, Edward da runterzuholen. Hey, was willst du hier? Ich will hier nicht weg. Flugzeug, was möchtest du hier? Schmie, erzähl was. Hey, Edward, was möchtest du hier? Das habe ich dich da schon gefragt. Was möchtest du hier, Flugzeug? Ja, ist gut, dass du weggeflogen bist. Tschüss. Hey, Tender, da oben ist ein Haken. Versuch's mal damit. Macht. Ich habe eine Idee. Als nächstes versucht es der Tender. Warte, Schmied, Mario und Pagno. Versucht mit der Unterstützung vom grünen Kranwagen auf die Burg hochzukommen. Mario packt den jetzt hoch. Genau, hier rauf. Mit deinem waghalsigen Manöver. Denn oben ist ein Haken. Oben, der Tender möchte Edward retten. An dem sich der Tender befestigt. Tender, was machst du hier? Ich will dich retten. Oh nein, aber ich möchte nicht gerettet werden. Tender, du schaffst es. Nein, ich gehe hier nicht runter. Verschwindet alle. Na toll. Jetzt saßen beide in der Patsche.
Edward wollte nicht runter, der Tende konnte nicht runter. Was ist jetzt, Leon? Wie kommt die da weg? Es war Zeit für den Flieger. Er macht einen zweiten Versuch. Und er schnappte sich den Tender und ermöglichte eine unglaublich sanfte, ruhige Landung. Wie eine Feder auf dem Kissen. Hey Edward, hey Edward. Ich hab dich mit dem Flieger weg. Als Edward mit der Tender wieder unten war, dann ergriff er sofort die Flucht. Allerdings dockte sich der weiße Waggon wieder an und redete ihm ins Gewissen, Edward, dass die Zugibanne doch sehr gern hat und einfach nur vermisst. Er soll doch bitte zurückkommen. Das tat Edward letzten Endes. Freude der gesamten Zugibahn. Edward, so schön, dass du wieder da bist. Alle schmusen jetzt mit Edward. Edward, dass du wieder da bist. Edward, was ist das wieder da? Das ist Edward, Edward. Ich bin der Tunnel, ich verstehe überhaupt nichts. Edward. Edward, Edward. Wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen. Und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da. Und schreib uns gerne einen Kommentar im Community-Tab. Das war's, liebe Kiddos. Wir sehen uns in der Folge 11. Tschüss. Lokomotive, weißt du, welche Farbe das ist? Ja, ich glaube schon, aber weißt du das auch? Nee, Lons, Zigibahn! Der große. Nee. Genau. Lokomotive, weißt du, welche Farbe das ist? Ja, ich glaube schon, aber weißt du das auch? Welche Farbe sind denn das?
Das ist grün und rot. Ja, grün und rot. Schranken gehen auf. Und die magischen Vögel fliegen hoch. Ja, und jetzt kann der Zug weiterfahren. Ja, aber bis dahin. ICE, weißt du eigentlich, welche Farben das sind? Ja, vielleicht. Weißt du das denn auch? Ja, das sind grün und blau. Ja, die Schranken können aufgehen. Los, Mann. Kommt schon dazu, Gemüge. Weißt du, Lokomotive, was eigentlich welche Farben das sind? Ja, ich weiß. Welche Farben sind das? Gelb und Orange. Ja, jetzt fliegen wir wieder hoch. Und die Schranken gehen auf. Und du lässt den Zug weiterfahren. Zug, du kannst weiterfahren. Zugi, 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 weißt du eigentlich, welche Farben das sind? Ja, sag's mir doch mal. Ja. Sag mal. Sind grün und schwarz. Ja. Was sind das für Farben? Orange und blau. Ja, jetzt können die hochfliegen. Da, 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 da. Haben wir die nicht schon mal? Was sind das für Farben? Das sind rot und gelb. Ja! Blinkt. Doch jetzt. Was jetzt? Müssen die beide Rätsel lösen? Orange und schwarz. Hallo? Welche Farbe ist das, Lokomotiven? Orange und schwarz. Ja! Kann ich hochfliegen. Und plötzlich ging sie auf. Hurra, wir haben es geschafft. die Schranke hat sich tatsächlich geöffnet. Und dann, nein! Oh, wer ist stärker? Die Weiße. Nee, die Rote ist stärker. Nee, die Weiße ist tatsächlich stärker. Eine unerwartete Wendung. Oh nee, umgekippt. Das ist ja die ganze Ladung draußen. Thank you.
Aufgabenlösen. Gertrud-Apparat. Jetzt müsst ihr alle Farben raten. Aber wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da und schreib uns gerne einen Kommentar im Community-Tab. Das war's, liebe Leute. Wir sehen uns in der Folge 13. Tschüss. Das war's jetzt. Leons Zugibahn. Die Gertrud, das ist dieser Zeilenzug, war gerade unterwegs. Sie wollte über die Bahnschranke fahren. Doch es kam zu einer Kollision mit Leons Zugibahn. Und das hatte die Folge, dass die ganzen Zeilenwürfel sich über die gesamte Strecke verstreut hatten. Um die Gertrud wieder abzuholen, kam der Traktor. Der rote Traktor schnappte sich die Gertrud und zog sie wieder zurück, damit die Zugibahn wieder fahren konnte. Und die Zugibahn fuhr los und sammelte die Zahlen ein. Ja, wie holt sie sie? Die erste Zahl war die 2. Ja. Weiter geht's. Das ist die 2. Und die nächste Zahl, das ist die 5. Was ist das für eine Zahl? Die 5. Ja. Nee, ist richtig. Was sie dann genau? Die 1. Genau. Die 1. Welche Zahl ist das jetzt? Und die passen da gar nicht durch. Welche Zahl ist das jetzt? Die 9. Und die 9. Und die nächste Zahl. Welche Zahl ist das jetzt? Die 0. Und die 0. Und jetzt kommt die 6. Da ist auch schon die 8. Weiter geht's zur 7. Die 4. Was ist das jetzt, wo eine Zahl kommt? Die 4. Die Zugibahn hat es geschafft, alle Würfel einzusammeln. Jetzt sollten sie natürlich zurück zu Gertrud gelangen. Da ist ja auch schon die Gertrud. Sie möchte ihre Würfel wieder haben. Welche Zahl ist das? Ich weiß es nicht. Die 7. Wo kommt sie hin? Die kommt hier hin. Die 7. Was ist das? Welche Zahl ist das? Die 8. Ja! 8. Und welche Zahl ist das? Die 0. Ja! Die 0. Und welche Zahl ist das? Weiß ich nicht. Die 0. Die 9, genau. 9. 4. Alle sollen in der richtigen Reihenfolge sein. Die müssen ja alle nach der richtigen. Du kannst es ja leider nicht sehen von deiner Seite. Welche Zahl ist das? Genau, pack sie hin. Ja, sehr gut. Die 5.
5. Welche Zahl ist das? Weiß ich nicht. Die 6. 6. Welche Zahl ist das? Die 1. 1. Und welche Zahl ist das? Weiß ich nicht. Die 2. 2. Und welche Zahl ist das? Weiß ich nicht. Und die letzte Zahl ist die? Die 3. 3. Nein. Das ist doch richtig, warte oh, mal. Die Gertrud hat all ihre Zahlenwürfel wieder. Ja, sie freut sich riesig. Stopp. Noch einmal gehen wir die Zahlen durch. Welche Zahl ist das? Die 9. Und welche Zahl ist das? Die 8. Und welche Zahl ist das? Die 7. Und welche Zahl ist das? Die 6. Und das? Die 5. Und das? Die 4. Und das? Die 3. Und das? Die 2. Und das? Die 1. Und das? Die 0. Ja! Die Gertrud fährt zurück nach Hause. Dankeschön, Leons Zugibahn, dass du Leute. Uns bei der Zahlensuche so gut geholfen hast. Deine Strecke ist jetzt wieder frei und du kannst losfahren. Wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen. Und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da. Oder stimme gerne bei einer spannenden täglichen Umfrage ab 15 Uhr im Community-Tab ab. Das war's, liebe Leute. Wir sehen uns in der Folge 14. Tschüss! Oh, da ist Percy.
fahren, wir holen den nächsten. Am Blatt. Ah, Thomas. Uli. Wie getan? Yeah.
drück sie einfach ein bisschen. Komm schon, wir gehen das mal dahin. Wenn dir Leons Zugibahn-Kanal gefällt, dann abonnieren doch gerne für weitere Folgen und um uns zu unterstützen. Oder lass einfach ein Like da. Oder stimme gerne bei einer spannenden täglichen Umfrage ab 15 Uhr im Community-Tab ab. Das war's, liebe Leute. Wir sehen uns in der Folge 16. Tschüss. Oh nein. Leons Zugibahn. Liebe Kiddos, Ostern steht vor der Tür und Leon City macht sich hübsch am Bahnhof am Kranimani, an der Haltestelle. Damit es aber genug Ostereier gibt, macht sich der Zug auf den Weg, um die Ostereier zu holen. Er belädt seine Waggons mit den Ostereiern und macht sich zurück auf den Heimweg. Dieser ist schon etwas entfernt. Er muss über den Utokai zum Bellevue-Platz. Oh nein, der weiße ICE ist stehen geblieben. Unterwegs trifft er verschiedene Züge. Oh nein, wir können nicht mehr durch. Doch der Rückweg erweist sich schwieriger als gedacht. Oh nein, ein Stau! Ey, ich will hier weg, hilf mir doch mal! Weißer ICE, wir helfen dir! Bleib ruhig! Was ist los? Was machst du denn? Was passiert jetzt? Aber irgendwas ist mit der Bahnschranke los. Sie ist total verrückt geworden. Eine Schranke ist nur aufgegangen, aber die andere ist kaputt. Hey, wir müssen der da grüne weg. Kranwagen Marion ist zur Stelle. Er wird uns retten. Ich ankoppel. Hey, wir wollen weiter. Jemand muss den Zug hier rausholen. Schnell den Zug hier raus. Mario konnte den Osterzug schon mal zurückfahren. Ach, da ist ja auch unsere rote Lokomotive. Ja! Okay, super, jetzt kann der rote rauf. Sie hat so viel Power, dass sie den weißen ICE-Zug einfach wegschieben kann. Aber das geht ja gar nicht, er kann ihn ja nur wegschieben, ne? Endlich, die Bahnschranke ist frei.
Unser Osterzug ist glücklich und freut sich auf den Heimweg zu Leon City. Oh, was ist das für ein Riesenstaumau? Doch leider muss er erneut bei einer Bandschranke vorbei. Und auch die scheint kaputt zu sein. Sie ist vollkommen außer Kontrolle geraten. Die Schranke ist kaputt. Oh nein, das kann nicht sein. Wir müssen zum Osterfest. Aber die Schranke hört nicht auf. Plötzlich geht die Schranke auf. Oh nein, eine Fehlfunktion. Oh nein, sie hat den Güterzug erwischt. Die Schranke hat mich erwischt. Oh, schnell durchfahren. Schnell, Leon, fahr durch. Was macht die Schranke denn? Der Güterwaggon versucht es trotzdem weiter. Schnell, schnell. Aber die Bandschranke macht das schon wieder. Es macht Clashy-Mashy. Der Osterzug hat keine Zeit mehr. Er muss ja zurück zu Leon City, denn das Osterfest soll beginnen. Und der Osterzug konnte zurück zu Leon City, zum Otokai am Bellevue Platz. Zur Opera Stage, zu der der Lokschuppen umgewandelt wird. Damit der Bahnhof und die City in ein wunderschönes Osterfest verwandelt werden kann. Jetzt fehlt nur noch das große, dicke Ei. Nein, bei der Schranke ist schon wieder ein Stau. Wieder am Durchdrehen. Nein, das heißt, es ist schon gefallen. Und schon wieder ist das an der Bahnschranke passiert. Wir müssen das beladen. Ich komme. Die Schranke ist schon wieder am Durchdrehen. Zug, ich brauch das. Wo ist dein Waggon? Halt das Ei fest, Leon. Die packen das jetzt rauf. Kann das Fest beginnen. Tanz auf, komm.